Hallöchen zu einer neuen Runde angeschnitten mit mir, dem Apodev. Und heute gibt es eine Runde Hide and Shriek. Hab wie bei Book of Demons einen Key dazu bekommen und ich werde mir einfach mal meine freie Meinung erlauben, wie das Spiel so ist. Ich finde den Totenschädel schon mal ganz cool und wie man hier rechts sieht, die Toni von Quattro hat das auch schon gespielt. Und wir machen einfach mal gespielt. Nee. Wir machen einfach mal ein Privatspiel. Okay, nee, wir machen abbrechen. Wir machen ein öffentliches Spiel. Two students compete. At midnight they turn themselves invisible. Tim's in Smith Academy and Little Springs High. 10 minutes to win or find magic orbs for the high score. Scare them 3 times in a row for an instant victory. Hunt for hidden runes around school. Use runes to cast spells. Fuse runes for unique effects. Okay. Also, ich sag mal, grob in Anführungsstrichen, DBD plus mit Zauberern zu Halloween. Irgendwie. Mal gucken, ob wir was finden. Ich weiß ja nicht, wie lange hier gesucht wird. Doch, das Einzige, was ich gerade anklicken kann. Hab ich das jetzt kaputt gemacht? Oh. Aber Dev gegen Levi. Okay, ja. Find Orbs and Scare Foe. Little Springs. Bei mir tut sich hier gerade gar nichts. Ich habe weder Sound noch sonst irgendwas. Ah. Runen werden gewählt. Durchdringung, Furchttasche, Gefahrensicht, Runensicht und Geisterflamme. Hab keine Ahnung, wie ich das spiele. Auf blauen Altar legen, okay. Strömung. Kann ich das mit irgendwas? Sturm. Mhm. Es ist interessant. Wow. Ah, cool. Wird wahrscheinlich so hart failen. Wir sind jetzt in einem anderen Raum. Hier fliegt alles. Ah, hier ist der rote Altar. Okay. I see. Blauer Altar.
gar nichts gefunden. Kann nur auf Objekte gewählt werden. Zugestimmt. Runensicht. Boah, da war er wieder. Ich hab doch gerade eine Kugel gefunden. Menno. Ja. Ja, und der ist natürlich nah dran jetzt am Sieg. Ach, das war mein eigener Sturm. Wo ist denn jetzt mein Ball hin? Boah, wo ist denn jetzt mein blauen Ball hingeschmissen? Also, ich muss schon sagen, das Spiel. Ja, kann ich spüren am Arsch. Soll das spüren? Damit war's das. Hab ich gegen einen guten Gegner gespielt anscheinend? Ich hab keine Ahnung, wie ich bin. Gnadenloser Sieg. Hat er einfach nur gewonnen. Aber ich habe hier anscheinend ein paar Levelpunkte bekommen. Keine Ahnung. Menü. Ist ein nettes Game, aber ich glaube mit ist richtig. So viel Anpassung. Ah, man kann den dann noch anpassen. Oh, schön. Situation 1 sogar. Mord gesperrt, gesperrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das geht schon eher. Oh, das ist ziemlich. Gibt da ganz schön viele. Achso. Noch ein Raum. Schrei gespeichert, schön. Zauberbuch. Ach, das sind ja diese ganzen Dinger und wie man die zusammenbastelt. Okay. Zurück. Irgendwas zum Angucken? Hab ich schon die ganzen Runen für dich hier. Ja, also. Achso, da sieht man das noch hier, wenn man Level aufsteht. Also, ich muss sagen, ich werde jetzt auch noch eine Runde spielen. Weil ich die Videos eigentlich bloß so 10, 15 Minuten halten will. Es ist ein geiles Spiel. Werde ich mich nochmal ein bisschen mit ransetzen. Ein bisschen intensiv spielen. Und. Gucken, vielleicht werde ich ja ein Heiden Shriekmeister. Muss mir auch erstmal noch die ganzen Tasten und so angucken. Aber mal gucken, vielleicht bringe ich da nochmal nachgeschnitten oder so. Mal schauen. Und bis dahin, danke fürs Zusehen und haut rein, macht's gut, tschüss.